Die internationale Handwerksmesse steht dieses Jahr unter dem Motto Handwerk 4.0. Denn schließlich hat hier das digitale Zeitalter schon längst Einzug erhalten. Mehr als 1000 Aussteller aus 32 Ländern zeigen, wie digital das Handwerk schon ist. Und das können die Besucher auch live erleben. Vom handwerklich gefertigten Schmuck bis zur maßgeschneiderten Mode. Von Smart-Home-Anwendungen bis zu individuellen Designermöbeln. Ich glaube, das ist eine Leistungsschau, die wirklich extrem wichtig ist, weil man voneinander lernt, weil man sich miteinander austauschen kann. Und dieses Jahr steht sie ja unter einem zentralen Thema, nämlich der Digitalisierung, also Handwerk 4.0. Und ich glaube, da gibt es viel voneinander zu lernen und zu sehen und zu hören und das auch an den Kunden, die Kundinnen zu bringen, was es für neue Anwendungsmöglichkeiten gibt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und gut. Darüber hinaus zeigen Sonderschauen unter anderem Themen wie gesundes und ökologisches Bauen, Gestaltungs- und Designideen und stellen zudem die Innovationen aus dem Handwerk. Angela Merkel konnte sich selbst davon überzeugen, dass die Digitalisierung längst auch im Handwerk angekommen ist. So kann ein Dachdecker heutzutage schon Drohnen einsetzen, um beispielsweise beschädigte Dachflächen zu betrachten und auszumessen. Die Drohne also vom Spiel zum Werkzeug. Als kleines Präsent erhielt die Kanzlerin ein aus Schiefer geschlagenes Herz. Selbst zum Handwerkszeug greifen wollte Merkel dann aber lieber doch nicht. Sie hat gesagt, sie hat beobachtet, wie leicht mir das gefallen ist. Ich kann dazu sagen, ich habe auch seit vielen Jahren keine Herzen mehr geschlagen. Ich habe ihr aber mein Herz gegeben, das heißt das Herz des Dachdeckerhandwerks in Form von Schiefer. Das ist zwar etwas hart, aber unheimlich dauerhaft. Neben der Entwicklung der digitalen Wirtschaft stand beim Spitzengespräch zwischen Kanzlerin Merkel und den vier großen Wirtschaftsverbänden auch die Flüchtlingskrise im Mittelpunkt. Merkel kündigte diesbezüglich mehr Flexibilität an, um das Potenzial der Menschen zu nutzen. Ich verspreche Ihnen, dass wir über die Bundesagentur für Arbeit sehr eng zusammenarbeiten, dass wir da, wo bürokratische Hemmnisse sind, auch bemühen, sie abzubauen, dass wir gemeinsam Wege finden, auch die Eingangsvoraussetzungen der Flüchtlinge aufzunehmen und nicht als erstes die schriftliche Prüfung zu verlangen, sondern vielleicht eben auch modular vorzugehen, dass wir Einarbeitungsmöglichkeiten schaffen, Erprobungsphasen schaffen, die Praktika verlängern. Es war eine Stippvisite der Bundeskanzlerin. Gerade einmal 2 Stunden hat sich Angela Merkel hier auf der Internationalen Handwerksmesse in Riem aufgehalten. Dann ging es auch schon gleich wieder in den Flieger, in die Bundeshauptstadt nach Berlin.